Was ist eigentlich aus der einzigen deutschen Arbeiterpartei geworden, die SPD? Eine SPD, die im Jahr 1998 noch 40% hatte. Eine SPD, die auf dem steilen Weg nach unten ist, auf dem Weg zur Selbstauflösung. Eine SPD, denen die deutschen Arbeiter völlig egal ist und die ihre Prioritäten auf ganz andere Dinge setzt, zum Beispiel auf Flüchtlinge, auf Migration, die sollen es gut haben und natürlich denjenigen, die hier schon länger in dem Land leben und arbeiten, das Geld wegzunehmen. Schauen wir doch mal, was die SPD so alles im Petto hat für unsere Flüchtlinge. Und jeder weiß ja, dass das ein großes Problem ist. Wir denken an Willy Brandt, der damals noch zu seiner Zeit gesagt hat, wir müssen die deutsche Arbeiterschaft vor zu viel Migration schützen, damit es dort nicht zu einer zu großen Konkurrenz kommt und zum Kampf um Arbeitslöhne, Arbeitsstellen und so weiter und so fort. Genau das hat die SPD aber jetzt erreicht, denn im Prinzip kann man ja sagen, dass die Migration in Deutschland quasi unkontrolliert ist und die Politik, allen voran die SPD, da auch gar keine Lust hat, in irgendeiner Weise was daran zu ändern. Schauen wir doch mal, was die gute SPD also alles so geplant hat für die Zukunft, was die Migration angeht. Und da sagt zum Beispiel der SPD-Chef Klingbeil, er sagt, er lehnt eine Obergrenze für Geflüchtete ab. Der Klingbeil will also keine Obergrenze für Geflüchtete, obwohl das natürlich für viele Leute eine wichtige Geschichte ist, auch wenn man das jetzt nicht so 100% ja, steuern kann, das wissen wir alle. Aber wir sollten doch unbedingt mal schauen, dass wir dieses Problem in den Griff kriegen, sonst wird es irgendwann brenzlig, haben wir ja schon in diesem Jahr gesehen. Das, was die SPD da auf ihrem Parteitag verbrät, kann man sagen, das sind Wolkenkuckucksheime, das sind Märchen, das sind Dinge für irgendwelche Leute, die wir gar nicht kennen. Auf jeden Fall ist es nichts, was die Obermüller in Castrop-Rauxel schützt oder irgendeinen Arbeitnehmer vor größerem staatlichen Zugriff ja fast Raub schützt, nämlich höhere Steuern. Denn diejenigen, die hier noch arbeiten, die müssen ja das was finanzieren, was die SPD so alles an schönen Goodies geplant hat. Und wenn Herr Klingbeil zum Beispiel sagt, es kann keine Obergrenze geben für Flüchtlinge, dann sollte er sich vielleicht mal bei seinem Wahlvolk erkundigen. Und das zeige ich euch heute. Es gab nämlich gerade heute von der FAS, der Frankfurter Sonntagszeitung, eine Umfrage zu dem Thema. Und da geht ganz klar hervor, daraus geht ganz klar hervor, eine Mehrheit hält Aufnahme weiterer Flüchtlinge für unmöglich. Das ist das, was aus der Umfrage hervorgegangen ist. Wir wollen uns das jetzt mal hier im Einzelnen kurz angucken. Eine deutliche Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist davon überzeugt, dass Deutschland zurzeit nicht in der Lage ist, noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen. 72% der Deutschen halten das für nicht möglich, wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Ausgabe 9. 10. Dezember, unter Berufung auf eine Umfrage des Instituts für Demoskopie und Ahlensbach berichtet. Also, 72% sagen, wir können nicht mehr aufnehmen und die SPD hier in Berlin stellt sich hin, wir haben keine Obergrenze. Auch der Herr Kühnert hat sich zu Worte gemeldet und anstatt also für die deutsche Arbeitnehmerschaft einzutreten, um dort vielleicht zu fordern, dass man hier weniger Steuern zahlt, dass die Steuerlast von den Leuten reduziert wird, dass man vielleicht 10% weniger Steuern zahlt, das wäre doch mal was. Für die deutsche Arbeiterschaft, für den deutschen Arbeitnehmer, für den Angestellten Steuern senken. Aber das kennen sie nicht. Sie kennen nur drangsalieren, abkassieren und schikanieren. Und deshalb auch diese unsinnige Forderung von dem Herrn Kühnert, das sage ich euch hier, also zum Beispiel keine Grenzkontrollen einzusetzen und den Grenzschutz abzuschaffen, von dem man ja sowieso nur sagen kann, dass er eh nicht funktioniert. Aber es wäre ja vielleicht eine symbolhafte Wirkung. Da ist er, unser Kevin. Und ich glaube, einen Schulabschluss hat er wohl auch nicht. Und das Einzige, was er kann, ist eben zu fordern, dass noch mehr kommen, mehr Flüchtlinge. Er sagt also EU-Grenzschutz abschaffen und mehr Migration. Die jungen Sozialisten wollen, dass der Schutz der EU-Außengrenzen weitgehend eingestellt wird. Sie fordern Abschaffung der Frontex und so weiter. Frontex ist ja die Grenzschutzagentur in der EU, die ja nun auch nur von zweifelhaftem Nutzen ist. Aber ich meine, wenn man sich als Arbeitnehmerpartei so daneben benimmt und eine
solche merkwürdigen Ziele verfolgt, dann muss man sich nicht wundern, dass die Partei einfach abrutscht. Wie gesagt, wir hatten 98 noch stolze 40% bei der Bundestagswahl für die SPD. Jetzt sind wir nur noch bei etwa 14% und meine Prognose ist, dass es mit der SPD weiter nach unten geht. In einigen Bundesländern sind wir ja schon einstellig, beispielsweise Bayern nur noch 9% und Sachsen nur noch 7%. Ja, woran mag das wohl liegen, gute SPD? Woran mag das wohl liegen? Weil ihr euch nicht mehr um diejenigen kümmert, die hier die Knete ranschaffen, sondern nur noch um diejenigen kümmert, die hier ins Land kommen und die Knete ausgeben. Und da müsst ihr dann schauen, wem ihr das noch wegnimmt. Wir haben es hier mittlerweile mit zig Milliardenbeträgen zu tun. Da fehlt auf der einen Seite das Geld für Brücken und Schulen und auf der anderen Seite wird es meist heimlich rausgeschmissen, weil nämlich die Kosten für Migration, die werden zwar nicht geheim gehalten, aber sie werden auch von den Medien nicht richtig dargestellt. Und die sind der Hammer. Die Kosten für die Migration sind ungefähr genauso groß wie die Kosten für die Bundeswehr derzeit. Und hier haben wir einen aktuellen Artikel aus der Welt, muss man also bei Google umständlich suchen, was das jetzt kostet, die Migration, und was es uns kostet, was uns dann durch Steuergelder wieder weggenommen wird. Und da schreibt die Welt, Flucht und Migration kosten Deutschland dieses Jahr fast so viel wie die Bundeswehr. Man muss natürlich immer auch dieses Wort Flucht dazu nehmen und Schutz suchen und. Tatsächlich sind es ja auch Leute, die nicht unbedingt aus Krisengebieten kommen. Jetzt schauen wir mal, was die ganze Angelegenheit kostet. Hier steht es, in diesem Jahr, also 2023, addieren sich die erwarteten Ausgaben im Zusammenhang mit Flucht und Migration auf 48,2 Milliarden Euro. 48,2 Milliarden Euro. Das ist der Hammer. Nach knapp 42 Milliarden Euro im Jahr 2022. Ja, das sind Unterlagen, die der Welt vorlagen, die die Welt umständlich irgendwie recherchiert hat. Denn so die Regierung spielt ja da auch nicht mit offenen Karten und sagt, das und das kostet uns die Sache. Aber Fakt ist natürlich, dass eine Konzentration auf Flüchtlinge nicht unbedingt gut ist für eine deutsche Arbeiterpartei, die hat die Interessen der deutschen Arbeiter zu verbessern und diese auch zu pflegen und nicht von irgendjemand anders auf der Welt, der hier schreit und Geld haben will und wir als Deutschland sozusagen, haben wir schon oft besprochen, das Weltsozialamt spielen und die Goodies einfach nur so verteilen. Wer hier arbeitet, der hat doch schon verloren. Und wer hier einwandert, hat mehr gewonnen als eine Oma, die 40 Jahre für den deutschen Staat und für Deutschland gearbeitet hat. Und jetzt kommt noch was, damit es nämlich die Leute noch besser haben, die hier reinkommen, will die SPD, wieder die SPD, natürlich auch hier wieder Goodies verteilen. Und wir sprechen über den sogenannten Doppelpass, ja. Ich frage mich, warum es der SPD so wichtig ist, den Geflüchteten oder den Migranten einen Doppelpass zu geben. Das heißt also, dass sie ihren eigenen Pass behalten können und den deutschen Pass dazu bekommen. Ich hätte auch gerne einen Doppelpass. Ich hätte auch gerne einen Doppelpass. Aber ich bekomme ihn nicht. Es ist in Deutschland verboten für Deutsche, zwei Pässe zu haben. Ja, es ist verboten. Aber die anderen dürfen. Wie kommt es dazu, dass die SPD ausgerechnet für diese Leute einen Doppelpass fordert? Gibt es hier keine anderen Themen in Deutschland, als es den Leuten, die hier reinkommen, noch einfacher zu machen und zu sagen, pass auf, du kriegst auch den Doppelpass. Und apropos Geflüchtete, Schutzsuchende und so weiter. Wir wissen ja alle, dass das irgendwie nicht manchmal da so mit rechten Dingen zugeht. Und da gibt es die neueste Statistik, die habe ich euch jetzt hier auch mitgebracht. Und da kommt eben heraus, dass also jetzt, ich glaube, im Oktober war es, fast ein Drittel aller Asylsuchenden ja im Oktober kam aus der Türkei. Ja, ist denn in der Türkei, sind wir da irgendwo, haben wir da Krieg oder haben wir irgendetwas, was diese Leute dazu veranlassen könnte, nach Deutschland zu kommen, außer dass sie hier glauben, dass sie hier reicher werden und ein Rundum-Sorglos-Paket bekommen, für das wir hier in Deutschland jeder Einzelne hart arbeiten muss, hart arbeiten muss. Aber diese Schleusen sind nach wie vor auf und auch aus anderen Ländern, in denen kein Krieg herrscht und so weiter, ist es so, dass die Leute weiterkommen. Wohin soll das führen?
Wohin soll das führen? Erstens führt es dazu, dass die SPD dem Untergang geweiht ist und alle Parteien, die nicht die deutschen Interessen, und die gibt es ja schließlich auch, gibt es ja auch, da muss man jetzt nicht rechts sein, um darauf hinzuweisen, wenn sie diese nicht verfolgen und auch entsprechend wahren. Immerhin haben ja die meisten Politiker einen Schwur abgeschlossen oder geleistet, als sie da im Bundestag vereidigt wurden, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und ihr Vermögen und den Wohlstand zu mehren. Was sie aber machen, ist genau das Gegenteil. Und dann müssen sie sich nicht wundern, dass sie selbst mit untergehen. Ich habe die kleine Hoffnung, dass vielleicht sich hier doch noch was bewegt. Aber eins ist doch wohl klar: So kann es nicht weitergehen. Irgendwann sind die Kassen auch leer. Und dann muss jeder sehen, wo er bleibt. Und dann braucht sich die SPD nicht zu wundern, wenn sie eines Tages nicht mehr existiert. Und dann würde ich sagen, das ist auch gut so. Nichts anderes haben sie verdient. Folgt mir auf Telegram, dort MM-News offiziell, immer aktuell informiert zu Themen aus Wirtschaft und Politik. Der Link ist gleich hier unter dem Tube.